jetzt geht's ja gleich weiter hier, meine Herren, in dieser neuen Folge mit ein paar Skeletten, die noch kommen. Ja, ich habe neu eingeladen. Als ich die letzte Folge beendet habe, habe ich natürlich abgespeichert und beim Neueinladen haben sich natürlich so einige Geschichten wieder neu positioniert. So denke ich das mal hier. Oder ich muss hier noch runter. Ich muss hier noch runter. So wie das aussieht, genau. Ja, hier war ich nämlich noch nicht. Ach, hier war ja ganz zu Anfang die Leiter, an der ich ganz knapp vorbeigerattert bin. Und hier gibt es wieder was Neues zu entdecken. Da unten sind nämlich Minecrawlertjes. Wie kommen wir denn da runter? Okay, dann gehen wir mal hier runter. Übrigens nochmal herzlichen Dank für eure Kommentare. Und liebe Grüße gehen raus. Und jetzt schauen wir mal, wie es denn hier aussieht. Hier ist ja die Schmelze. So, und hier haben wir noch ein paar Crawlertjes zu erledigen, die wohl übrig geblieben sind. Ja. Das war noch ein besessener Minecrawler. Ich bin der Meinung, ich hätte es dann jetzt hier. Wieso ist denn das hier so dunkel? Ich komme hier nicht weiter. Dunkelpilz, ja, weil dunkel ist, ne? Ich habe jetzt die 10 Kästen mindestens voll. War ich hier schon? Hier war ich noch nicht, oder was, oder wie? Kann man hier runtertauchen? Und wenn die... Hey! Blub, blub. Wo geht's denn hier lang? Auweia. Da sind schon mal Kästen. Also die 10 Kästen kann ich jetzt getrost eigentlich zu Gernot bringen. Mal gucken, komme ich denn hier raus? Die 10 Kisten Erz, damit hier was verteidigt werden kann. Wo bin ich hier? Das sieht anders aus. Jetzt gucken wir mal, ob das hier noch... Tatsache, jetzt haben wir noch mehr Erzkisten. Ja, ja, gut, danke. So einfach rüberschwimmen, dann werden die automatisch hochgehoben. Ist natürlich sehr gut gelöst. Und dann tauchen wir mal hier hoch. Zur Essenz der Heilung, die hier irgendwo... Ja, Elixier der Heilung. Ah. Tja, warum sieht man hier nichts? Weil ich die Lampe nicht angemacht habe. Ach ja, aber der Rest ist hier eigentlich gut zu erkennen. Ach so, jetzt kommt... Jetzt kommt mir das hier auch wieder bekannt vor. Okay. Wieso habe ich denn die Dunkelpilze damals nicht eingesammelt? Das ist hier die große Frage. Very big question. Jetzt bin ich hier rausgekommen. So ist das. Aha, dann brauche ich hier gar nicht hacken, weil ich weiß, hier habe ich im Off gehackt. Wenn hier noch was ist, dann habe ich ja wirklich gute Leute, die mir sagen, du hast noch da was vergessen. Da könntest du noch mal hin. Wie auch bei Alain Dufont, der mir vor einiger Zeit einen Kommentar gegeben hat. Junge, in Gruft der Paladine wäre noch irgendwie ein Teleporterraum, den ich auch noch untersuchen will. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier in dieser Folge mache oder später. Ich werde jetzt erstmal hier zurück wollen, denn ich werde garantiert hier nicht zurück zur Wahaninsel kommen. Genau, richtig. Weil das geht ja nicht, wenn wir eine Welt gewechselt haben und in der anderen Welt die Waran-Insel ist, dann komme ich ja hier nicht raus. Deswegen müssen wir wieder zu diesem Weltwechselübergang gehen in dem Tunnel. In dem Tunnel, was ist denn da bei mir draußen wieder los? Da wird jetzt heftigst gewerkelt. Ja, die Sonne kommt raus. Leute gehen auch raus. Und ja, und die Nachbarn hier, die sehen es jetzt wohl irgendwie ein, paar Bäume abzufällen. Und naja, das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls ist mächtig was los, was die Akustik angeht in der Nachbarschaft. Ja, die Leute wollen sich beschäftigen. Ich beschäftige mich hiermit. Das ist der Weltenwechsel, der jetzt ein bisschen länger dauert. Ach, hätte ich doch mal schneiden sollen. Aber ich glaube, wir gucken uns mal die drei Boote noch mal ein bisschen genauer an. Das ist ja die Varaneninsel. Ja, hallöchen. Da will ich ja sowieso hin. Das passt ja wunderbar. Yo, ich habe es mal gekürzt. Und bin ich hier mitten in der Nacht am Stehen. Ich muss noch einrendern.
Oh, schwupps, weil das jetzt einen Sprung gegeben hat. Nicht schlimm, ich habe mal eingerendert, indem ich mich um 360 Grad gedreht habe. Es ist noch dunkel. Ich mach mal doch mal wieder einen Lampion an, ne? Nicht wahr? Obwohl St. Martin ist ja schon längst zu Ende. Wo haben wir denn meine? Ach, ich habe noch 21 Fackeln. Schön. So. Ah, toll. Der Geschwindigkeitsring hat dann da auch keine Wirkung. Na gut, okay, dann werde ich mich jetzt mal wieder sammeln und jetzt kann ich doch direkt auf die Varaneninsel rüber. Also machen wir das. Zack. Auch hier ist es wieder dunkel. Wir wollen die schönen Gesichter mal der Leute angucken, wie zum Beispiel auch Gernot. Jetzt kann ich zum Beispiel springen mit der Fackel. Schauen wir mal, was Gernot zu sagen hat. Denn das müsste es doch eigentlich sein, dass wir jetzt alle Erzkisten haben für ihn. Ich bringe Erz. Viel Erz ist es nicht, das du uns gebracht hast. Hahaha. Aber es wird erstmal reichen, um dem König für kurze Zeit zu helfen. Wir alle sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dieses Gold zur Belohnung. Ja, 300. Ja, auch schön. Gibt's noch was, Gernot? Nein, es gibt nichts mehr. Gucken wir mal ins lockende Buch. der verlorene Sohn. Es muss heißen Erz für den König. Wo haben wir es denn jetzt? Aber ich bin ja blind hier. Muss doch weiter oben sein. Hä? Nee, ist es zu Ende oder was? Oder wie? Ja, da unten steht's. Aktuelle erfüllte Mission Erz für den König. Ich habe Gernot genug Erz gebracht, damit wir dem König erstmal geholfen sein. So weit, so gut, so gespeichert. Jep, dann gucken wir nochmal ins Löckbüchlein rein. Und zwar bin ich schon mal durchgegangen im Off und bin hier hängen geblieben. An Werkzeug kann man immer gut gebrauchen, denn ich war mal wieder zu voreilig in einer meiner Folgen. Ich habe nämlich dem Carsten nur Hobel, Kelle und Raspel gegeben. Der braucht natürlich noch mehr. Und da heißt es, ich bräuchte auch noch eine Spaltaxt. Wird wohl nicht dabei sein oder doch? Wenn nicht, müsste ich mal bei einem Holzfällerlager mich mal umsehen. Und bevor ich gucke, ob ich eine Spaltaxt doch habe, das werde ich dann hier auch nochmal suchen. Erstmal abkürzen das Ganze. Jetzt merke ich gerade, ich muss mich entschuldigen für die letzte Folge. Da habe ich doch schwebende Dämonenaxt geschrieben. Also das wären jetzt die hier. Es war aber der schwebende Stab der Schwarzmagier. Gut, okay. Ist ja auch ein Dämon. Gucken wir weiter mal nach den Äxten. Ja, ich bin bis zur Holzfälleraxt runter. Eine Spaltaxt explizit habe ich nicht gefunden. Die sollte ja am Holzfällerlager auffindig sein. Wo ist ein Holzfällerlager? Das fällt mir doch nur bei Onas Hof die ein. Aber ob der eine hat, da werden wir mal gleich rüberfetzen. Schwupps zum Großbauern. Schwupps zum Großbauern, da sind wir. Und dann werden wir mal an dem Schaf vorbeirennen und uns eine Mütze Schlaf holen, die wir hier finden können. Verdammt, was ist los? Ja, leck mich. Das habe ich nicht gesagt. Gucken wir mal weiter. Holzfällerlager. Da war ja doch der eine Waldgeist. Ja, doch, Da die werden wir Waffe. mal hinfetzen. Boah, ist das schnell hier. Spaltaxt. Denn es geht ja um die Spaltaxt, die der Carsten ja noch braucht. So, der schläft mal schön. Das ist der Gärtner. Der liebt seinen Garten, deswegen schläft er auch da drin. Und hier haben wir den Grom. Ja. Zeig mir da eine Ware. Guck mal, Zeig mir er hatte deine eine Ware. Spaltaxt. Zum Brennholzhacken. Das ist doch schön. Zum Brennholzhacken. Da ist er. Einfacher geht's nicht. Haben wir. Haha, schön. Ja, ich könnte ihm noch alle meine anderen Äxte verkaufen. Das werde ich aber im Off machen. Mir geht es erstmal darum, dass wir erstmal die wichtigsten Sachen mal abhaken, um den Carsten glücklich zu machen mit seinem Werkzeug. Der Carsten ist ja in der Thekla-Taverne. Also Thekla-Taverne, oder wie heißt das Ding eigentlich hier genau? Also mal, hier hängt kein.
Hier hängt kein Schild oder sowas. So, Rosi. Carsten, da hockst du ja. Ich hab was für dich, aber erstmal speichere ich ab. So, Carsten braucht nämlich noch. Außerdem, entweder hole ich mir das Werkzeug aus der Stadt, das haben wir ja schon gemacht. Außerdem könnte Carsten einen Spaten und eine Spaltaxt gebrauchen. Für die Carsten jeweils weitere 100 Goldstücke zahlen würde. Ich habe zwei verschiedene Äxte bei mir. Okay, das haben wir wohl nicht so. Okay, das war das. Dann werden wir ihm mal die Sachen geben. Carsten, den Spaten geben. Sieh mal, was ich hier habe. Ich sehe schon, du bringst mir einen Spaten. Sehr gut. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Hier hast du deine Belohnung. Danke dir. Dann die Spaltaxt geben. Sieh mal, was ich hier habe. Eine Spaltaxt. Hervorragend. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Und hier deine Belohnung. Okay, was brauchen wir denn noch? Spitzhacke geben. Hacke Dietrich. Holzfäller-Axt, Zange geben. Das sind also Sachen, die eigentlich nicht im... warte mal, ich gehe mal wieder zurück zum Ende. Die er eigentlich in der Quest nicht aufgeführt sind. Und weiter? Könnte ich ja die Quest beenden, genug gesucht. Aber ich bin gespannt, vielleicht wird im Laufe des Spiels noch irgendwie was erforderlich sein. Oder es ist einfach eine unwichtige Nebenquest. Auch Kommentare hier dazu sind von mir erwünscht und ich bedanke mich, wenn das dann der Fall ist. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen, welche Quest wir denn jetzt angehen. Mal gucken wir mal, ob Lord André was zu sagen hat. Er schläft noch. Ey, aufwachen! André, aufwachen! Bitte! Und gib mir nochmal irgendwie Informationen. Wir müssen Präsenz zeigen. Also oh, ja, und da. Rüstung. Ich weiß. Marinerüstung, Bootsmannrüstung. Los, André, jetzt wach nochmal auf. Mein Gott, hat er einen festen Schlaf. Hey, du! Ende. Leider hier noch nichts. Da muss ich noch kontemplieren. Ja, und während ich hier so am Kontemplieren bin, habe ich mir mein Frühstücksbrettchen gegriffen, also sprich Tablet, und habe gerade festgestellt, ich habe ja wieder jede Menge Kommentare gekriegt. Dann werde ich mal hier mal die Baumsäge nehmen, um noch ein paar Kommentare... Naja, das könnte auch nerven, dieses Geräusch. Erstmal vorzulesen und mich auch zu bedanken, das will ich ja unbedingt machen, und zwar von Arün. Der hat sich jetzt gemeldet und sich bedankt, dass ich Gothic weiterhin spiele. Und das werde ich auch noch weiterhin machen, Arin. Vielen Dank für deinen Kommentar. Dann, Taris, ja, du hast besondere Belohnung geschrieben und ist dir wohl wahrscheinlich später eingefallen, was dieser Stärketrank war, Embartala Farista oder wie das Ding auch immer hieß. Das wird wohl die Belohnung sein und da gebe ich dir auch recht. Taris hat auch noch geschrieben, die Orks werden bestimmt nicht alle Fischer aus dem Dorf getötet haben. Einer hat sich bestimmt noch retten können. Das heißt also, ich müsste zum Fischerdorf gehen, denn ein Fischer soll ja auch Steuermann sein. Klingt logisch. Und Grüße an Thomas, der mir ja jetzt auch neuerdings zusieht oder zumindest jetzt die verlassene Mine gesehen hat. Er sagte nämlich, ja, jeden mal in die Nähe des Dorfes suchen. Eine Richtung hast du komplett vernachlässigt. Welches Dorf er meint, weiß ich nicht, aber vielleicht bezieht sich das ja auf das Fischerdorf. Und da werde ich jetzt mal hinjumpen. Habe ich denn die Fischerdorf-Rune eigentlich auf meine Tastatur gelegt? Taverne? Nee, natürlich nicht. Ja, da muss ich die erstmal hier auflegen. Moment, so, da ist sie. Wird standardmäßig erstmal mit meiner 9 belegt. Gucken wir mal. Und Thomas hat geschrieben, ich hätte da, ich vermute, dass er das Fischerdorf meint, eine Stelle völlig übersehen. Und ich glaube, ich weiß, was er meint. Da oben waren wir nämlich nochmal gar nicht. Hier bei diesem abgerissenen Turm da. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich kann echt sagen, gut, dass ihr mitmacht. Also wirklich, da kriegt ihr einen extra Dank von mir an dieser Stelle. Und so macht es natürlich auch Sinn und Spaß und motiviert einen auch. Dann werde ich mal gucken, dass wir da mal hingehen. Ja, das stimmt total. Völlig vernachlässigt da hinten. Ich,
Ich weiß das immer. Moment mal, hier geht's glaube ich nicht weiter. Nee. Ich weiß natürlich, dass ich da in meinen vorigen Folgen gesagt habe, Mensch, da werde ich noch hingehen. Und dann gibt es so viele Quests. Das ist so eine Questflut mit Nebenquests. Ich sollte mal wahrscheinlich langsam anfangen, mir... Nein! Irgendwie... Na, Katana. Kuli und Stifte, hätte ich beinahe gesagt. Na? Was ist denn los hier? Kuli und Block zurechtlegen, um sozusagen mal noch meine To-Do-Liste... ja, ich höre dich. Meine To-Do-Liste aufzuschreiben, wo ich hingehen muss. Manchmal ist man auch zu faul, da gebe ich offen zu. Na, die Waldscapes, die sind aber ein bisschen hartnäckiger als die anderen. Muss wohl so sein. Ja, der nächste kommt auch schon. Und mit meiner Katana kann ich das ganz lustigst machen. Nicht springen, sondern nehmen und looten. Jetzt können wir springen. Ho, 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 ho. Na, ich werde mal speichern. Da ist der nächste, der jetzt da mal kommt. Rutsch. So, und wem jetzt auffällt, dass ich hier eine leichte Sound-Asynchronität habe, ich weiß es nicht. Jedenfalls höre ich das jetzt gerade, während ich spiele. Werde ich die beiden nochmal killen? Oh, gleich beide. Zack. Zack. So. Dann werde ich nämlich nochmal meine Render-Software, also dieses OBS-Studio, was ich dafür verwende, nochmal neu starten. Dann dürfte das nicht mehr für mich so nervig sein, denn wenn ich die Waffe ziehe... Ah, da sind es fast eine Sekunde, wo es sich verzögert. Also ich speichere mal ab und bin dann sofort wieder da. So, jetzt gucke ich nochmal. Ja, jetzt ist es wieder synchron. Also werde ich im Schnitt noch feststellen müssen, ob das wirklich OBS wirklich automatisch dann sozusagen dann korrigiert. Wobei ich eigentlich fast von überzeugt bin. Aber das hier nur am Nebenrand erwähnt. Ja, diesen Teil habe ich echt total ignoriert. Hehe. Und was wartet da auf uns? Das sind bestimmt Goblin-Skelette. Nee, nur Kriege. Okay, gucken wir mal hin, was wir da machen können. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. Oh, sieht immer so aus, als würde ich da durch die Ritzen fallen. Oh, und es knattert. Ja, los. Mal gucken, bist du einfach zu kriegen? Du bist... Mann, jetzt ist da eine runtergefallen. So. Also einer ist, glaube ich, runtergefallen. Und der... Oh. Ja. Gucken, kommen noch welche aus dem Gebüsch, aus dem Fahren? Nein. Fisch. Jetzt muss ich mal gucken, welche habe ich denn hier schon erledigt. Jetzt sind erstmal nichts zu holen. Nichts zu holen. Aus dieser Axt. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist noch ein Gobbo dazwischen. Der hat 5 Gold. Das nehmen wir gerne. Pff, ein Pilz. Und du hier? Nichts zu holen. Hat auch nichts zu holen. Gut, okay. Dann schauen wir mal, was sich hier noch verbirgt. Desto schneller Roland läuft, umso zuppeliger wird's. Aha. Okay, da sind noch welche. Da ist noch einer. Zieh mal deine Katana. Ah. Komm. Ich brauche mal einen Hansaplast. Bei mir geht nämlich langsam die Energie zur Neige. Aber erstmal gucken, was wir hier haben. Gibt es wieder schöne, leckere Vegetation. Blauflieder für Lebensenergie und Mana. Was haben wir denn da? Sieht aus wie Schlumpfhausen oder wie... Nein, Goblinhausen. Ah, da hinten geht es wahrscheinlich da runter. Ja, speichere ich mal ab. Gucken wir mal. Aha. Immer schön zickzack. Als wir hier irgendwas entdecken. Und hier geht's nochmal hoch.
Aber bevor ich das mache, gucke ich mir nochmal hier. Boah. Ja, das ist eigentlich immer... nicht zu holen. Oh, toll. Das ist immer so ein Nebenprodukt, die Gobos. Das heißt also, wir brauchen gar nicht warten, bis wir hier die... Oh, Goblin Pirat! Und einen Unsichtbaren, mein Gott. Okay, wir wissen, dass es der Rentner... Der Renderer ist, der das Ganze zu verantworten hat. So, altes Entermesser, Goblin Pirat. Jawohl, altes Entermesser, Goblin Pirat. So, speichern. Und da liegt eine. Ja, damit kann man das notfalls wieder sichtbar machen. Ja, hier geht es noch weiter. Oh, war ja. Und ich wollte ja hoch. Gucken wir erstmal hier. Hoch. Oh, hängen geblieben. Hier. Was ist das hier? Hase. Oh, Häschen. Das ist ja süß. Ich lasse die am Leben. Wir haben ja bald Ostern, oder es ist Ostern gewesen, je nachdem, wann ich die hier... Moment mal, das ist die Samstagsversion. Nein. Das ist die Samstagsversion, also ist denn da Samstag? Ja, Moment, dann wird noch Ostern kommen. Dann kommt der Ostersonntag. Hey, was gibt's denn hier wieder für schöne Sachen? Dann kommt Ostermontag, Karfreitag ist davor. Ja, ich muss auch ein bisschen... überlegen, wann hier die Version rauskommt. So langsam habe ich mich jetzt hier an so eine... Oh, Häschen. Wo sind die Ostereier? Keine Ostereier? Nee. Seit wann legen Hasen denn Eier? Das ist doch Quatsch. So habe ich mich jetzt hier verlatscht, oder was? Ja, habe ich mich... Muss nämlich in... Ah, hier. Das ging ja steil bergauf. Und hier geht es nochmal rüber... okay, bin ich jetzt von hier unten hochgekommen? Seems so, ne? Scheiß Regen. Tja. Das ist halt eben das Wetter. Wenn ich immer hier anhalte, dann möchte ich doch nicht zu schnell rennen. Und spazieren möchte ich hier auch nicht. Okay. Am Ende angekommen. Aha. Immer kurz gucken, dass ich ihn nicht irgendwie runter brettere durch den Ring der Geschwindigkeit. Yep. Es war doch jetzt Sackgasse da, ne? Müsste sein. Und das könnte noch irgendwie was sein, wo wir hinkommen. Aber das ist dieser Wasserfall. Und hier geht es mir zu steil bergab. Das heißt, wir gehen wieder... Na, das sind meine Häschen. Wir gehen wieder runter und schauen uns mal ein bisschen weiter um. Aha, jetzt kommen wir wieder Richtung den ersten Sumpf. Wobei ich mich frage, warum... Nee, das ist hier... War das jetzt... Nee, hier... Hä? Nee, hier geht's weiter. Genau. Goblin-Kriegertjes hier. Und da war doch noch was. Ja. Also sind wir hier in so einer Art Piratendorf gelandet. Und die voller Goblins sind, dann müssten wir auch einen Eintrag irgendwann mal kriegen, dass wir wieder Piraten gefunden haben, die sich ja in den Welten verteilen. Oder auch wie hier. Na? Diese kleinen Schelme hier, diese kleinen garstigen Belger, die sich immer schön im hohen Farn und Hecken verstecken, versuchen immer etwas auszuhecken. Da unten brennt ein Feuer. Geh erstmal hier rechts hoch, speichere jedoch nochmal und hoffe darauf, dass es irgendwann mal aufhört zu regnen. So, das sieht aus, als könnte es da eine Höhle geben. 1, 2, 3, wie viel? Ach komm. Flutsch, 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 flutsch.
Okay, da sind ja alles Piraten hier. Das sieht man ja an den Säbeln. Da ist nicht zu holen. Ja, die Krieger haben, glaube ich, nie was, ne? Wenn dann nur so ein bisschen. Ja. Ich muss mich auch an die Geschwindigkeit hier gewöhnen. Dank des Ringes. Alter, es geht dann noch höher. Mann. Ja. Piratengoblins pflastern seinen Weg. Okay. Nicht zu holen. Na. Sollte ich mal so langsam, ich fange an zu bluten, mal was trinken, essen. Ja, ich habe mir immer noch keine Suppen gekocht. Asche auf mein Haupt. Dafür werde ich mal gucken, was wir hier an Pilzen. Ich habe ja noch Dunkelpilze. Ach ja, Mana habe ich ja gekriegt. Also brauche ich jetzt gar keine Dunkelpilze. Ja, die kann ich mal auf Vorrat essen. Weil im Off habe ich mal was gegessen und da habe ich wieder eine Mana-Steigerung bekommen. Jawohl, und dann werden wir mal einen kleinen Trunk nehmen. Oh. Und schauen, was denn hier noch zu finden ist. Aha, noch mehr Brücken. Oh. Sieht aus wie so ein Wikingerhaus da. Hä? Los. Das sind aber kleine, schelmische Peoples hier, du. Wirklich. So, altes Intermesser. Ach ja, vielleicht sollte ich mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich habe. 38, über 600, also okay, da brauche ich ja nicht mehr viel. 24 Lernpunkte. Geht das hier runter, voll die Schlucht. Ja, da werden wir auch nochmal gucken müssen. In der Schlucht. Doch, gucken wir erstmal, was uns hier erwartet. Ja, ich höre gerade, der Wind pfeift Droland so über den... über die Nase. Nicht abhauen, postiges Schwert. Da ist nicht zu holen. Kommt wieder raus. Hier gibt es einen Seitenerker. Machen wir hier ganz langsam. Nee, ist nichts. Gute Sache, das... Also wirklich, die Macher, die das hier gemacht haben, die Meshes, die Landschaft. Eindeutig spitze, finde ich. Karim ist einer derjenigen gewesen, die zum Beispiel unten die Paladin, Höhle der Paladine gemacht hat. Da hat er sich auch verewigt drin. Ob das auch Karims Style hier ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ja jemand, der das weiß, was in den Kommentaren dazu schreiben. Jetzt speichere ich nochmal ab und dann gucken wir mal weiter, was uns hier erwartet. Hä? Werde mal so, erstmal so ganz langsam. Nee, vielleicht sollte ich mal gucken, wer das ist. Wer ist denn das? Was ist das für einer? Oh, Gea! Alles klar, oh, Gea. Also ein Ogerhaus. Kriege ich die eigentlich noch? Oder schon? Gucken wir mal. Ja, genau. Hätte ich alles vorher machen können mit meiner Drachenjägerrüstung. Ich bin der Meinung, ich schaffe die noch nicht. Hä? Wo gucken die denn hin? Seht ihr mich nicht? Oder Oger sind von Natur aus blind? Natur aus blind. Gucken wir mal. Nee, ich glaube, ich will... Ja, nee. Klar, bei so einem Dampfhammer, die da haben, komme ich natürlich nicht weiter. Ergo, heben wir uns das für später auf. Jep. Jetzt nochmal ein bisschen reorientieren, weil es ging ja hier runter. Gehen wir mal zu diesen... zu diesem Steinchen da. Nee, Moment. Da geht es zu den Ogern hin. Dann gehen wir mal da runter zu diesen. Zu dem Piratendorf. Oder zu diesen Piratenansiedlungen, Hütten. Also keine Schlümpfe. Das sind Goblins. Ja, hier nehmen wir Fahrt auf. Das sehe ich auch so. Dann schauen wir mal hier weiter.
Was finden wir denn hier? Ein Wasserfass. Könnte ich was raus trinken? Hier haben wir eine Holzfäller-Axt. Und wieder was zum Spalten bzw. Pfeilschäfte herstellen. Schön! Ach, schade, es ist leider wieder vorbei, die Folge. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch. Kommentare sind genauso erwünscht wie Daumen. Macht's gut. Tschüss.